Hey du, Süßwasserjungfrauen, Schänder, was machst du da? Hm? Oh, ich glaube, da ist eine Möwe zwischen den Papageien. Ob die Kropfmilch hat? Moment, du willst schon wieder was melken? Willst du schon wieder Kreis, wir haben wichtige Sachen heute. Die werde ich aber ordentlich. Kreis, kannst du mal aufhören? Also, nein, stopp jetzt. Du musst nicht wieder irgendwas. Geld. Nein, tust du nicht. Ich weiß, wie du dein Geld verdienst. Okay, Kreis, ich habe eine sehr, sehr nervige Neuigkeit für dich. Sehr nervig. Nein, und zwar, was denn? Wir müssen mit deiner Ex-Frau reden. Ach nee. Es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen mit deiner Ex reden. Es geht nicht anders. Olga? Nein, nicht Olga. Miss Jupiter? Nein, mit der warst du doch nie zusammen. Du hast mal ihren Schuh aufgehoben und dran gerochen. Das ist was völlig anderes. Beziehung. Madame Falafalu? Madame Falafalu? Nein, die auch nicht. Sondern hier, Tascha. Weißt du noch Tascha? Die hübsche Tascha? Ja, die hübsche Tascha aus der Karibik. Kannst du dich an die noch erinnern? Oh, aber die bekommt noch Geld. Oh, ja. Oh. 16 Hallo, Goldmünzen. Du bist also Tascha, die Schöne, Greis. Du hast ganz andere Geschichten erzählt. Also du hast völlig andere Geschichten erzählt. Du hast gesagt, sie war wunderschön. Wer auf Milchaugen steht? Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das ein hübsches Milchauge ist. Da brauche ich erstmal einen Krug. Da muss ich erstmal einen Krug füllen. Aber die füllt mir den Krug nicht mehr. Naja, hast du den Deckel schon überspannt. Ja, gut. Ja, Das ist ein leckeres Getränk. Ist richtig bis auf. Guck mal, wie der guckt, der Duke. Das klatscht, ne? Das klatscht, mein Freund. Tascha, jetzt langsam. Doch ganz hübsch, ja? Nein? Ich spiele der Frau jetzt erstmal eine ordentliche Melodie. Du bist echt verdammt milchig, du siehst gar nicht so schlecht aus. Alles ist cool an meinem Feuer. Okay, Tascha. Mit Konzentration, wir müssen uns unterhalten. Also, Kreis kann die Alimente nicht mehr zahlen. Das Melkgeschäft läuft nicht so gut. Ich bekomme keine Rente, deswegen keine Alimente mehr für Tascha. Melkgeschäft läuft nicht. Ich wollte sie in einem schönen Lied verpacken, damit sie es besser verträgt. Denkst du, sie wird uns einen Job geben? Ich meine, du bist ja ein Versager. Du bist ein verdammter Versager. Ich hab meinen Dolch schon zwischen die Seiten gesteckt. Also zwischen Taschas Seiten oder das Buch? Ich hab Dolch Vorrang. Oh. Ey, sie gehört dir, Prinz. Sie gehört dir. Prinz Lulu-Auge? Prinz Lulu-Auge. Oh, der legendäre Geschichtenerzähler. About time someone took care of that rotten bag of bones. She used to drink here, in my tavern, when she was alive, I mean. I always looked forward to those nights she arrived, all gold and glamour. I was just a girl then, of course. She used to tell such stories, all about where she'd been and the adventures she'd had. I'd write them all down, add pictures, and dream. Du musst mit dem Fernglas in ihr Milchauge schauen. Nur dann siehst du die Wahrheit. Hey, take my book if you think it'll help. I just wish there was more to it than a bunch of made-up stories. Erfundene Geschichten. If it does lead you anywhere interesting, come back and tell me about it. Okay, wir müssen los. Jetzt mal hin. Echte Abenteuer, bla bla bla, dies, das. Ich habe in ihr Milchauge gestarrt. Ich habe nichts Gutes gesehen. So, Brixy, Prinzessin ich. Oh. Dieses Buch gehört Tascha. Ich bin 4,5 Jahre alt und meine beste Freundin ist Brixy. Wenn ich älter bin, will ich auch so eine Piratenprinzessin sein wie sie. Sie sagt, ich darf sogar ihre magische Krone tragen. Das kleinste Boot. Oh Gott, Golden Sands? Außenposten? Oh Mann, was wird denn das hier wieder für eine wilde Sache, die wir machen müssen? Ja, aber Moment, da müssen. Moment, der Schatz ist wo? Und böser Mann. Moment, also wir müssen erstmal hier... Also ich bin noch leicht angetrunken, ja, meine Konzentration funktioniert noch nicht so ganz, aber hier gab es wohl irgendwie eine Keilerei. Ich muss mein Boot reparieren. Ja, dann gab es eine Keilerei. Dann müssen wir an Golden Sands vorbei. Wir sollten vielleicht zur Karte runtergehen erstmal. Boot kaputt.
Boot kaputt, alles kaputt. Boot kaputt, da ist schon nichts gut. Für das Boot kriegst du noch 80 Gold, dann ist das Ding gut bezahlt. Ein kleiner Reibach, ne? Was war das jetzt? Was denn? Jemand hat mich angeknurrt. Wer knurrt? Ich wurde geknurrt, knurzelt. Ich habe mir ein Kostüm für meinen Papageien gekauft. Ja, Papagei, weißt du, die Leute sagen die ganze Zeit, ey, wir wollen mehr Bimsi, und du verrätst Bimsi, den du ja angeblich so sehr liebst, an Papagei. Ja, Papageien sind super. Guck mal, das ist ein echter Held. Das hier ist ein echter Held. Mr. Bübels. Mr. Bübels? Mr. Bübels. Ja. Oh. So. Weißt du denn, Mr. Bübels ist auch Proktologe. Ich wusste nicht, ob du es wusstest. Du lässt nur deine Öffnungen von ihm untersuchen. Er hat ein Diplom aus Thailand, ja. Thailändisches After-Diplom. Ja, er hat ein After-Diplom. Okay, hier steht Golden Sands kaputt und Außenposten. Und dann irgendwie so ein Cliff. Warte mal, Golden Sands, wo ist das denn überhaupt? Golden Sands. Mehr haben wir hier nicht als Hinweis. Mehr ist nicht drin. Ja, aber... Hä? Ey, das ist hochkomplex, sag ich dir. Das kleinste Magma. Boot. Golden Sands, das kann doch so weit nicht weg Golden sein Sands eigentlich. Golden Sands ist ewig weit weg. Doch, ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Gefühl, dass es richtig Sunken schwierig Grove. Ist. Und wenn also, du hier mal wieder die Führung... Mal. Ja, weißt du, wenn du die Führung übernimmst, dann ist eh wieder alles verteufelt. Aber wo soll denn das sein? Keine Ahnung. Suche. Bazaar? Suche, Kreis. Da muss ich Mr. Bubbles holen. Shallows, Salty Sands. Das ist doch bestimmt hier unten irgendwo. Da, Golden Sands, Außenposten müssen wir hin, oder was? Na, irgendwie so da die Richtung. Also hier ist auf jeden Fall der Golden Sands Außenposten. Also, sie sagt einmal hier Golden Sands, dann Außenposten und dann ist sie in der Nähe von der Insel. Ja gut, da sind viele Inseln. Das könnte alles sein. Und sie hat da irgendwie so eine Art Höhle. Der Außenpost ist da oben, also müssen wir quasi unten vom Außenposten was finden, oder wie? Das könnte auch hier Wanderers sein. Oder Lagan. Unten in der Lagan. In der Lagan Grove. Na gut, segeln wir erstmal zum Außenposten und dann, ne? Ja, aber nee, wieso? Da müssen wir ja gar nicht hin. Ja, aber es liegt ja auf dem Weg. Achso, wir sind ja unten. Oh Gott, sind wir wieder weit weg. Das ist ja völlig woanders. Das ist irgendwo unterhalb vom Außenposten müssen wir hin, oder wie? Ich würde sagen, wir steuern mal das hier an. Wo ist denn der? Ist da der Außenposten da drüber? Der ist drüber, ja. Oh Mann, und ich wette, wir haben keinen Wind. Aber es könnte auch die Lagunen sein, ne? Es könnte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin. Wir gehen mal zu Vanderas Refugee. Was suchen wir da überhaupt? Na guck mal, also wir sehen, da hinten ist ein Schiff. Ein bösartiges Schiff. Aber wir sehen auch, dass da so eine Art Höhle ist. Ja, so eine Art Höhle. Oh, da hinten ist ein Gegnerschiff, sie ja. Sie nämlich dahin. Ja, die werden aber uns sowas von aufmischen. Pff, die sollen mal kommen, Alter. Die mach ich platt, Junge. Fontanelli? Keiner kann dich leiten, Fontanelli. Keiner. Fontanelli ist voll super. Guck dir den an. Der ist ein Kapitän. Hashtag, wir wollen Mr. Bimsi zurück. Ich wette, der Hashtag es war wird nie große, Mr. Bimsi. Es war große Bimsi. Wellen schlagen. Ja, aber er ist doch ein Er, oder? Ja, und? Aber der ist trotzdem kein Mister. Na und? Trotzdem. Er will aber so genannt werden. Ich habe mich mehrfach mit der Katze unterhalten. Nach links, und oder was? Sie hat mir gesagt, hey, es wäre ganz nett, wenn ihr, ähnlich wie Mr. Bubbles, mir auch ein wenig Respekt zollt. Und ich habe gesagt, okay, Bimsi, Entschuldigung, Mr. Bimsi, wir tun dies. So, wir haben wieder schön gegen. Aber war ja klar, dass du mal wieder so eine Katzendiskriminierung machst. Fontanelli. Guck mal, nee. Es harmoniert einfach nicht. Zwischen ihm und mir, es float nicht. Ja. Deswegen, ich nicht ein, deswegen magst du ihn. Meine Haustiere. Meine Haustiere. Also, du nutzt ja auch die Dienstleistung von Mr. Bubbles. Wer lässt dich denn dauernd untersuchen? Einmal die Woche. Und ich sagte jedes Mal, ey, so schnell entwickelt sich da nichts. Wöchentliche Untersuchungen sind übertrieben, aber du, nein. Ich will weiter. Ich geh zu einem richtigen Arzt. Also, zu der Zeit, ja, gab es keine richtigen Ärzte. So, das wird sehr lange dauern.
Kreis. Ich hab dir gesagt, du hättest der Zigeunerin nicht ans Bein pinkeln dürfen. Ich konnte nichts dafür. Ja, aber jetzt haben wir den Fluch des Gegenwinds. Sie hat gesagt, sie wurde von der Qualle angebissen. Hat sie nicht. Sie hat gesagt, ich habe schreckliche Qualen, bitte nicht pissen. Das ist was völlig anderes. Okay, ja, nee, hat sie nicht gesagt. Ja, hat sie doch. Sie hat gesagt, hallo, ich habe schreckliche Qualen, bitte nicht pissen. Und du so wie ein Quallenbissen. Bremsen. Ja, ich bremse doch. Ich bremse. Es wird gebremst. Das ist klassisches Bremsmanöver. Okay, ich mach die Segel rein. So, ja. Ja, der Fluch des Gegenwinds, Kreis. Und du hast ihn auf uns gezogen. Weil du auf eine alte Zigeunerin gestrollt hast. Du Strullnase, du. Sie hat angefangen. Nein, mit was denn? Mit Strullen? Nein, wo hat sie denn gestrullt? Spucken und Strullen. Was ist das für eine Kiste? Munition. Ah, Mist. Das ist irgend so ein Dude. Alter, Captain Grog. Captain Grogbart. Captain Grogbart from the hill. Swill Hill. Da, in sein Grog-Auge. Vom geschwollenen Hügel. Wo will er hin? Der Swill Hill. Jungs, au, ah. Wie, jetzt kein Schädel? Ah, okay, kam ein bisschen später. Das ist ein Spätleseschädel. Ist doch schon wieder irgendwo einer da mit der Hakenhand. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Hakenhand kaufen soll. Meinst du, es wird mir stehen? Naja, da du ein chronischer Nasenpuppler bist, ich weiß nicht, ne? Also, könnte auch voll nach hinten losgehen. Bobbler? Warum sind die Fässer alle leer? Ist es irgendwie? Hab eben gerade gelootet. Achso, ich dachte, vielleicht war schon vor uns jemand da. Nee, du kennst mich doch, ich bin... Schlange! Blitz-Looter. Schlitzfruiter. Schlitzfruiter. So, warte mal, den Schädel lege ich mal hier komplett unten. Nein. Man kann das sein, dass irgendwie mit steigenden Leveln in den Klassen auch mehr Skelette kommen? Irgendwie am Anfang hatte ich das Gefühl, kamen nicht so viele. Stark sind die nicht, die Skelette, ne? Außer die Bauskelette, aber... Alter, ich habe eben gerade ganz kurz gejesut. Ich war auf dem Wasser. Einen kleinen Jesus-Run gemacht. Ja, also liegt noch irgendwie so ein Zettel rum, ne? Ein G-Walk, was? Wo liegt der Zettel? Hier, so ein Brief. Hier. Und nimm nur mit. Befehle. Das alten Skelett. Ja gut, das ist wahrscheinlich auf einer anderen Insel oder das ist auch hier. Lone Cove. Ja, doch hier. Zum einsam erhabenen Felsen. Eine Laterne auf dem einsamen Felsen entfackeln. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie Tagesanfang, aber die Sonne geht schon wieder unter. Das ist alles so verwirrend. Hätten wir noch ein Rettungsboot? Oh, ja, gibt's... Warte, das ist doch so ein einsamer Felsen hier, oder? Halt mal deine Laterne dran. Wo ist ein einsamer Felsen? Ja, hier, der in der Mitte. Findest du? Ein einsamer Felsiger geht's ja nicht mehr, oder? Irgendwas passiert. Oh. Wow! Ein Wind! Die Seelen des Piraten. Achtung, Schlange. Ja, und jetzt? Jetzt. Was ist jetzt passiert? Auf die Karte gucken, jetzt haben wir den... An dem windgepeitschten Ruderboot, in der Ufergrotte gen Norden, von Fels umschlossen, spiel mir ein Lied, gar unverdrossen. Warte mal, wo ist denn hier der Schlangenmist? Weiß ich hier brutzeln? Musst aber Bretter haben. Hast du ein Brettel? Nee, ich hab kein Brettel. Hier, schon ein Brettel. Ajo, mach da ein Brettel hin. Hab ich, ajo, Brettel. Ajo, jetzt mit der Laterne hin. Mit der Laterne jetzt. Mit der Laterne jetzt, ajo. Also, wo sollen wir hin? Wollen wir jetzt den Schatz suchen oder machen wir jetzt die... Naja, wir machen beides, Quest. Oder? Ich weiß nicht. Ja, wenn man schon mal hier ist, muss man auch ganz schnell noch einen Schatz mitnehmen. Okay, ja, dann nehmen wir noch einen Schatz mit. Gen Norden ist irgendeine Grotte. Was, wie jetzt? Deine Mom müssen wir jetzt wieder besuchen, warum? Ich habe nur auf gewartet, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie verbinde ich Grotte, Mom? Bist du gegen Norden? Am windgepeitschten Ruderboot, in der Ufergrotte gen Norden. Norden ist dort, also muss hier irgendwo eine Ufergrotte sein. Okay, windgepeitschtes wir gehen mal Boot. Norden, Grotte, Peitschen, Grottenpeitschen. Ist ganz schön dunkel, ne? Ja, wird immer dunkel. Wir haben eigentlich immer zwei Dinge. Gegenwind und Finsternis. Ja. Oh, ich rutsche. Ich slide. Ich bin ein bisschen abgeslidet. Was ist denn eine Ufergrotte eigentlich? Naja, halt eine Höhle direkt am Ufer. Am Ufer, im Norden. Wo so ein bisschen Wasser reinschwabbelt. Ach ja, okay. Aber ich finde hier keine feuchte Grotte. Naja, also hast du Mehl oder... Irgend sowas in die Richtung, da kann ich es vielleicht besser finden. Was ist das hier drüben? Die Seelenlaternen? Ja. Voll der Wakachui-Pirat. So bunte Lichter. Was ist das hier? Geht's da irgendwie runter?
Also irgendwo muss eine Ufergrotte und ein gepeitschtes Ruderboot am Norden, im Norden sein. Irgendwo. Was ist das hier? Ist das so grottig? Das ist ein Felsen auf jeden Fall. Hier, das sieht doch noch nach Grotte aus. Das ist was. Hab was gefunden. Wo? Ja, hier. Ich bin da jetzt ich gar nicht Richtung mehr. Wasser. So runtergehupst? Ja, hier. Da hinten. Siehst du mich? Ich sehe deinen Namen. Hey. Ach da. Yo. Und hier musst du rein. So, jetzt. Gib mir mal hier. Spiel mal ein Lied. Ein Lied. Hier drin. Okay, warte. Ich nehme die Trommel. Ich mache irgendwas Trauriges. Oh. Wow. Wow, die magische Glibbergrotte. Und jetzt? Guck mal drauf. Hier ist alles leer und geplündert. Was sagt denn die Karte? An dem Grab der Rumnase am großen zentralen Felsen musst du dich mit der Schaufel schinden, um 7 Schritte gegen Nord-Nordosten deinen Schatz zu finden. Hm, also müssen wir wieder zum Felsen in der Mitte? Oder hier unten ist irgendwo eine Rumnase? Nee, er sagt doch da. Aber ich glaube, hier ist unsere Mission drin. Guck mal, sie geht in eine Höhle. Sie geht in eine Höhle und sagt, ich sollte das außer Sichtweite lagern. Kann man hier irgendwas finden? Ich buddel mal ein bisschen hier rum. Hier ist nix. Auch nix, außer irgendwelche Würmer und Maden. Hier vielleicht irgendwas. Nö, noch mehr Maden und Würmer. Nee, das sieht jetzt ja auch nicht so... Guck mal, wir sind hier auf der richtigen Insel, ne? Ja. Vielleicht hier? Ah! Oh. Ich habe ihn gefunden! Alter, wie geil! Yes! Okay, soll ich den einpacken? Ja, pack ihn ein. Oh, ich habe einen Schädel hier drüben. Mit einem Schlüsselsymbol drauf. Ah, vielleicht zeigt er das an oder so. Wahrscheinlich, das war der Schlüsselknecht. Ja. Der sein Leben verloren hat in der alten Glibbergrotte, wo viele tapfere Männer ihr Leben verloren haben, nicht wahr? Oh ja. Viele Seemänner sind in diese Grotte hineingeglibbert und haben ihr Leben verloren. Nannte man dich nicht auch früher Kreis den Glibberhoden? Ein Kreis der Glibbermeister. Das ist wie dieser, kennst du diesen Schleimpilz? Nein, so nein, nein, nein. Ich ernähre mich von normalem Essen, also nein. Da, 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 da. Ich hoffe, die Leute sind nicht allzu traurig, dass wir die Seefahrten dazwischen Alter, rausnehmen. Alter, das waren 15 Minuten, dann würde die Folge ja ewig gehen und die geht so oder so ewig. Die wird so oder so locker eine Stunde gehen, da bin ich mir sicher. Weil wir haben ja hier wieder Abenteuer und bis jetzt noch keinen Checkpoint. Nee, hier gibt's doch irgendwie keinen Checkpoint leider. Also, jetzt gehen wir erstmal hier hoch und holen mal noch hier 7 Schritte, Mann. Beim großen Felsen. Beim großen Felsen, wo wir vorhin schon mal waren. Und da ist irgendwie ein Grab oder so, ne? Oder irgendein Typ, oder? Da ist ein Grab, ja, da war irgendwas. Da, wo die Schlange gebrutzelt wird, da müssen wir hin. Die ist jetzt wahrscheinlich auch verdammt cross, also... Die ist super cross, ja. Oh, ich habe jemanden stöhnen gehört. Ich höre auch immer so ein... Ich wette, der Kraken wartet schon da draußen wieder auf uns. Ja, sobald wir nämlich Schätze haben. Guck mal, hier ist doch ein Grab. Der große Fels. Das ist der große Fels in der Mitte. Alter, was ist das hier für ein Grab? Für ein Voodoo-Tisch? Gib mir mal den Kompass. Was hat er gesagt? Nord-Nordosten. 7 Schritte. Ja, aber vom Grab aus oder vom Felsen aus? Nun, vom Grab, aber wo ist ein Grab? Keine Ahnung, das hier sieht aus wie ein Grab, oder? Guck mal. Das ist ein Grab. Nord-Nordosten vom Grab aus. Das wäre dann hier lang. Irgendwie so hier. Kann man hier buddeln? Hm. Das ist wahrscheinlich richtig gut versteckt, das Ding. Diese 7 Schritte ist auch immer so ein bisschen schwierig. Du merkst aber so eine Vibration, du kriegst irgendwie so eine Bestätigung, aber es ist irgendwie... Nord-Nordosten, ne? Krieg ich mit Maus und Tastatur gar nicht. Wo ist unser Schiff? Irgendwo unten. Aber ich will ja den Schatz des alten Captain Diggelows. Captain Diggelow? Na gut, ich bring nur schon mal den Schlüssel weg, ne? Weil sonst kommen da hinterher die Piraten.
Ich habe auf jeden Fall jede Menge Maden. Super viele Maden. Das, wenn ich meine Hose ausschüttel, passiert das. Ich habe immer genug Maden. Hast immer genügend Maden. So, ich meine, das ist ein Grab. Und wir sollen, ich guck nochmal rein. Butz, 7 Schritte gehen Nord-Nordosten. Hallo, Mr. Bubbles. Nord-Nord-West, Nord-Nord. Okay, das war hier, vom Grab aus. Hier ist das Grab, ich stelle mich mal hier. So. Ja, aber da war ich ja. Oh, ich muss hier rüber. Irgendwelche Skelette werden gerade reanimiert. Na, hier bei mir auch. Mann, so kann doch keiner arbeiten! Erstmal noch eine Banane futtern, hier zwei. So kann doch niemand arbeiten. Vom Zentralfelsen. Vom Grab. Ich meine, das ist sein Grab. An dem Grab der Rumnase. Am großen zentralen Felsen. Naja, das ist ja definitiv ein Grab. Hier drüben ist ja so ein Friedhof. Moment, hier ist ja auch noch was. Aber wie deuten wir die Rumnase? Ist ja ein ganzer Friedhof hier. Wahrscheinlich war das gar nicht sein Grab. Nee. Ich weiß nicht. Ach, hier, natürlich, guck mal hier. Da, oh, Rumflaschen. Captain Lucky Luke. Mach Captain Lucky Luke mal fertig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich will diesen Schatz. Das wird die Rumnase sein. Das sind nämlich ein Haufen Rumflaschen. Ich grab hier alles um, sage ich dir. Ich buddel hier alles weg. Er kämpft hier mit irgendeinem. Ich hab ihn! Ja! Oh! Endlich! Ah, du alte Rumnase, du. So. Haben wir gleich noch ein Schätzchen gekriegt. Und noch ein Schädelchen. Ein Schädel, ein Schätzchen. Alles drin. Alles drin. Einmal hin, alles drin. Schön. Gute Insel. So. Wir werden sowas von überfallen wieder gleich. Nein, wir werden nicht überfallen. Und nein, wir werden keinen Kraken haben. Haben wir coole Geisterkugeln oder so? Nee, ne? Wir haben Schädel und ich habe ein paar Kettenschüsse alles eingesammelt. Was? Ein paar Kettenschlüsse? Was soll denn das sein? Kettenschüssel. Ach so. Schlüssel. Kettenschüssel. Schüssel. Eine Kettenschüssel. Voll das dumme System. Überhaupt nicht löchrig. Eine Schüssel aus Ketten? Ja, ist eine neue. Keine Ahnung. Von Kreis Industries, ja. Bis jetzt wurde noch nie irgendwas verkauft. Bill Gates schüttelt dauernd den Kopf und sagt, oh Gott, es wird doch nie was. Oi! Guck da mal rein! Alter! Alter, das ist ein Superschatz. Da ist so ein Fabergé-Ei drin gewesen. So! Fabergé? Fabergé? Großes. Als nächstes müssen wir hier oben hin. Puh, wohin? Nach Skirby Island. Das liegt von uns so ein bisschen rechts rum um die Insel, ne? Ja gut, dann. Na gut, ne? Ich lupfe mal hier den Anker. Schmeißen Sie da mal hin. Spann den Nunner. So, auf. Hat jemand eigentlich die Schlange vom Grill genommen? Ich glaube, die Insel ist weg, ne? Also die fackelt jetzt ab. Das ist der Quanz auf jeden Fall. Ja, voll geil, wenn die jetzt noch so explodieren würde in der Ferne. Alles klar. Oh, da leuchtet irgendwas. Was ist das? Was denn? Da am Strand. Ein leuchtendes Ding. Da blinkt was. Ach, das ist doch hier so eine Statue, oder nicht? Mit so einem Diamanten drin. Nee, das war irgendwas Komisches. Nee, das ist so eine Statue. Ach so, das hier ist so eine Statue. Aber ich weiß doch, wie man die zerstört. Einfach genug Damage machen. Da kriegst du einen Stein aus der Brust. Brauchst nur genug zu fressen. So, irgendwo ungefähr in die Richtung hier, ne? Wir halten genau drauf zu. Eigentlich jetzt geradeaus. Aber du kommst wieder ein bisschen vom Kurs ab. Ja, gut, das ist ein Schiff, ne? Man kann nicht immer so präzise lenken. Geradeaus, Minjung. Minjung, ja gut. Und Gegenwind haben wir auch, ja. Natürlich, klar. Wir sind ja auch mit dem Fluch gesegnet. Der Fluch des Gegenwinds. Der Fluch des Gegenwinds, den du auf uns gezogen hast. Das war Mr. Bubbles. Nein, Mr. Bubbles ist unschuldig. Girl, Mr. Bubbles, ja. Pure Liebe. Was hast du eigentlich mit meinem Papageien gemacht? Wo ist der hin? Na, vorne. Er hat versucht, sich umzubringen. Fontanelli, Alter. Fontanelli. So. Ich hab den vertrieben. Gut gemacht, Mr. Bubbles. Auf den Boden mit dir, du dämlicher Vogel. Guck mal, hast du schon gesehen? Ich habe hier so eine Spezialschaufel, ne?
Ja. Ah, die... Ach gut, diese... Pff, ja, weißt gut, du, über das, die. Über das Level für die Schaufel bin ich schon lange hin. Naja, aber trotzdem hat dann... Was hast du denn? Ein Brett mit einem Nagel drauf. Ja, reicht doch. Ja, reicht doch. Deswegen sind auch immer alle Sachen, die du aus der Erde rausbuddelst, total verkratzt. Ach, weißt du, ich leg mich einfach ein bisschen in die Sonne und genieße den Tag. Warte. Ah, ah, ah! Nein, nein, nein! Der Vogel geht mir jetzt schon auf die Nerven. Komm mal her, Fontanelli. Können wir dich irgendwo da hinten über Bord werfen? So. Tschüss, Fontanelli. Da ist ein Vogel, ist auch ein großer Abenteuer. Tierrassist. Ja, Tierrassist. Vögel haben hier nichts zu suchen. Vögel haben hier aber echt nichts zu suchen. Doch, Vögel haben auch ihre Daseinsberechtigung auf aber meinem nicht Schiff. Auf deinem Schiff? Du hast deinen komischen... Es gehört Mr. Bubbles. Monsterskin da drauf. Okay, gut, fragen wir. Mr. Bubbles, wollen Sie haben, dass der Vogel da ist? Nein! Was hat Mr. Bubbles nein gesagt. Damit zu tun? Mr. Bubbles ist ja Mr. Bubbles, auch nein, er ist toleriert? Ihm gehört ja das Ganze. Du arbeitest für Bubbles Industries. Ich sehe, seine Genehmigung sehe ich nirgendwo. Du arbeitest für Mr. Bubbles, vergiss das nicht. Er hat überhaupt keine Arbeitsberechtigung. Natürlich. Er weiß nicht mal, wie man Proktologe schreibt. Aber er behandelt dich, also... Hm? Ach, guck mal, so leicht links, ne? Er behandelt dich. Da, Freunde. Scruffen müssen wir. Ah, kleines Päuschen, bis wir da sind. Der böse Mann. Okay. Süden. Aha. Liegen lassen, das gehört mir. Irgendwo verbuddelt bei einem Felsen. Die Insel sieht ziemlich klein aus, kann das sein? Die ist auch ziemlich klein. Okay. Boah, wie langsam. Absoluter Gegenwind. Das ist so zum Brechen, ne? Ja, ja. Ich sag ja. Das, weil du den Fluch des Vogels. Fontanelli, los. Mach uns guten Wind. Ja, soll er reinflattern. Kann man Fontanelli ganz da vorne drauf platzieren? Nee, irgendwie nicht, glaube ich. Fontanelli? Ist weg. Ja, der spawnt direkt dann immer bei mir. Er ist direkt in die Tose der See gefallen. Oh, das ist richtig viel Zeug. Hier, da leuchtet irgendwas aus dem Meer heraus. Boah, das leuchtet krass. Komm schon, nein. Oh, das kann böse enden. Mach das Fass da vorne weg. Immer angel ich die Dinger hier. Na, können wir mal aufsparen für einen Notfall. Ja, aber wenn da einer drauf schießt aus der Ferne, fliegt das Schiff in die Luft sofort. Junge, wir sind da. Da drüben. Da hat die Insel hier. Ja, aber Moment mal. Und wie ging's dann weiter? Der Seemannsgarn ist doch noch gar nicht vorbei. Na jo, ich habe jetzt keine Zeit dafür, du. Ich mache hier gerade eine kleine Pisspause, wie du siehst, ne? Ja, das bedeutet... Raus. Ja, ein kleiner Schlauch sehe ich da. Geht gleich weiter, meinst du? Jo, später.